Wenn man ab und zu mal nachfragen muss, was jemand gesagt hat, kommt da ziemlich schnell die Frage, sag mal, bist du schwerhörig? Aber ist das wirklich so? Wie da so der Zusammenhang mit Tinnitus ist, ist Thema dieses Videos. Wann wird eigentlich davon gesprochen, dass man schwerhörig ist? Wenn man zum Beispiel die Stereoanlage bis zum Anschlag aufdreht, stellt sich die Frage normalerweise nicht. Wenn man dagegen den Fernseher so laut macht, dass das ganze Haus mitkriegt, was man sich anhört, kommt die Frage ziemlich schnell. Und da würde ich sagen, ist die Frage auch durchaus berechtigt, aber es muss nicht so sein. In der Tontechnik gibt es den Begriff der Maskierung, den sogenannten Maskierungseffekt. Der sagt aber eigentlich nichts anderes, als dass ein lauteres Signal ein leiseres Signal übertönt. Wenn man zum Beispiel in der Küche den Stapel Teller fallen lässt und der dann auf den Kachelboden fällt, hört man nicht mehr zwingend, wenn jemand zwei Räume weiter im Bad die Klospülung abzieht oder sich die Hände wäscht. Wenn man zusammen spazieren geht und an der Ampel neben einen gerade der Presslufthammer hämmert, kann schon passieren, dass man mal nachfragen muss, was der andere gerade gesagt hat. Da würde aber niemand auf die Idee kommen zu fragen, sag mal, hörst du schlecht? Weil jeder die Ursache, den Presslufthammer, ja ebenfalls hört. Wenn man einen Tinnitus hat, ist das unter Umständen nicht viel anders, nur dass der Presslufthammer bei einem im Kopf ist und der andere den nicht hört. Das macht die ganze Situation dann etwas undurchsichtig. Das hängt natürlich auch stark davon ab, was für eine Art Tinnitus man hat. Bei mir waren deshalb mehrere verschiedene Töne, zum Teil hochaggressiv und auch zusätzlich noch Rauschen im ganzen Kopf. Da muss dann ein Klangereignis von außen erstmal durchkommen. Es war auch schwieriger für mich zu verstehen, wenn ich nicht damit rechnete, dass gleich jemand was zu mir sagt. Wenn ich wusste, dass da gleich was kommt und ich mich im Vorfeld darauf konzentrieren konnte, war das einfacher. Das ist mir leider auch geblieben, obwohl der Tinnitus mittlerweile ja wirklich fast komplett weg ist. Absolutes Chaos im Kopf war dann, wenn auch mehrere Quellen zusammenkommen, zum Beispiel in der Kneipe. Menschen, die sich unterhalten an den Nachbartischen, Geklapper von Gläsern und Geschirr, Musik aus der Jukebox. Absolutes Chaos und Stress pur. An Unterhalten war dann sowieso nicht mehr zu denken. Dadurch, dass ich ja auch nun die Dysakusis, die Hörverzerrung und die Hyperakusis, diese Überempfindlichkeit hatte, war es für mich noch schwieriger. Aber das ist natürlich meine persönliche Situation gewesen. Wann spricht man denn jetzt eigentlich davon, dass jemand schwerhörig ist? Meiner persönlichen Erfahrung nach sind 60 dB die magische Grenze. Hierzu mal ein paar Diagramme. Wenn man hier jetzt zum Beispiel den vorletzten Punkt anguckt, tauchen diese 60 dB auf. Hochgradige Schwerhörigkeit entsteht bei mindestens 60 dB, dann kann ein Gesprächspartner bei normaler Sprechlautstärke nicht mehr gehört werden. Hier ein Artikel dazu, ab wann man ein Hörgerät braucht. Der zweite Satz hier, in der Regel wird es ab einem Hörverlust von 40 bis 60 dB empfohlen. Soweit ich weiß, sind 60 dB dann auch die Grenze, ab wann eine Krankenkasse ein Kassenmodell übernimmt. Zumindest hat mein HNO irgendwann auch mal gesagt, Herr Kolb, Sie sind kurz vor einem Hörgerät. Und damit meinte er auch diese 60 dB Senke in meinem rechten Ohr bei 3 kHz. Dazu hatte ich ja schon ein Video mal gemacht. Und was sagt uns das jetzt alles? Tinnitus in Verbindung mit Nachfragen bedeutet nicht zwingend, dass man schwerhörig ist. Es geht dann meiner Meinung nach erstmal um den Maskierungseffekt, den der Presslufthammer im Kopf verursacht. In meinem persönlichen Fall kamen natürlich zwei Sachen zusammen, da ich ja schon eine bestehende Hörminderung hatte, die dann durch den Tinnitus und den Maskierungseffekt noch verstärkt wurde. An dieser Stelle noch kurz der Hinweis, dass es sich bei diesem Video um keinen medizinischen Ratgeber handelt. Ich teile mit euch lediglich meine Erfahrungen und meine Gedanken dazu. Die Links zu den verwendeten Quellen findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt auf den Abonnier-Button, dann bleibt ihr auf dem Laufenden. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und eine nette Unterhaltung, wenn ihr das nächste Mal in der Kneipe seid.